Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in zweiter und dritter Lesung das Bundesteilhabegesetz. Um es deutlich zu sagen, damit setzt die Große Koalition ein weiteres wichtiges sozialpolitisches Versprechen aus diesem Koalitionsvertrag um. Wir modernisieren im Sinne der Betroffenen die Behindertenpolitik, ermöglichen gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und setzen die UN-Behindertenkonvention weiter um. Bevor ich im Detail auf die Änderungen eingehe, die sich im parlamentarischen Verfahren ergeben haben, möchte ich die Möglichkeit nutzen, um auf einige grundsätzliche Dinge in der Behindertenpolitik hinzuweisen. Es ist guter parlamentarischer Brauch über alle Parteigrenzen hinweg, dass die Debatten über die Behindertenpolitik nicht dazu genutzt werden, Lebenssituationen zu skandalisieren. Vielmehr sollten die Gemeinsamkeiten betont werden. Alle in diesem Haus wollen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigter Teil unserer Gesellschaft sind. Seit 2009 bin ich Sprecher der Union für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Selten habe ich erlebt, dass ein Gesetzgebungsverfahren derart intensiv durch Zuschriften, Anrufe, Stellungnahme und mehr als kritische Äußerungen begleitet wurde. Ich halte dies für ein gutes Zeichen. Zeigt es doch, mit welchem Selbstverständnis sich Menschen mit Behinderung für ihre Interessen einsetzen und sie gegenüber der Politik vertreten. Im parlamentarischen Verfahren konnten viele, aber nicht alle Forderungen voll umgesetzt werden. Es war unsere Aufgabe als Politik, die divergierenden Interessen zum Ausgleich zu bringen und sie zu einem Gesetz zusammenzuführen. Dies war mühsam. Ich bin aber sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Bundesteilhabegesetz wird nicht das letzte Gesetz sein. Wir werden auch in Zukunft weiter, Stück für Stück, wie in den anderen Gesetzbüchern auch, an Verbesserungen für die Menschen arbeiten. Mein Dank gilt ausdrücklich der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Lösekuch-Möller für die von der Ministerin bereits gewürdigte, moderierende, ausgleichende und auf gemeinsame Zielrichtung hin ausgerichtete Arbeit. Dem gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesarbeitsministeriums, ausdrücklich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Abgeordnetenbüros. Meine Damen und Herren, wer ist eigentlich von den beschlossenen Neuregelungen betroffen? In Deutschland leben etwa 7,5 Millionen Menschen mit schweren Behinderungen. 700.000 beziehen Eingliederungshilfe. Die Lebenssituation der Menschen ist höchst unterschiedlich. Es ist keine homogene Gruppe. Die Menschen sind unterschiedlich betroffen, und sie alle hatten ihre Erwartungen an dieses Gesetz. Mit dem Bundesteilhabegesetz führen wir die Eingliederungshilfe und das aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe heraus und integrieren sie in das 9. Sozialgesetzbuch. Damit gehen Verbesserungen für die knapp 700.000 Leistungsberechtigten einher. Entgegen vieler Befürchtungen wird der Zugang zur Eingliederungshilfe nicht eingeschränkt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er nicht ausgeweitet werden soll. Es bleibt daher zunächst bei der geltenden Rechtslage. Bis 2023 werden neue Zugangskriterien konkretisiert. Hierauf haben wir uns in den Koalitionen verständigt. Zudem wird es deutliche Verbesserungen bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen für diejenigen geben, die arbeiten. Ab 2020 wird das Einkommen bis 30.000 Euro frei sein. Wer mehr verdient, leistet einen Eigenbeitrag zu seinen Fachleistungen. Das Vermögen wird bis zu 50.000 Euro anrechnungsfrei bleiben. Und damit ist ein wichtiges Anliegen der Union umgesetzt. Wir wollten nämlich, dass dieses ursprüngliche Mitanrechnen des Einkommens des Partners beendet wird, denn es war faktisch ein Heiratsverbot. Mit dem Gesetz eröffnen wir den Leistungsberechtigten mehr Chancen auf den ersten Arbeitsmarkt. Wer aus der Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln möchte, kann zukünftig bundesweit vom Budget für Arbeit profitieren. Dabei erhalten Arbeitgeber unbefristet einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75%. Für die rund 300.000 Beschäftigten in den Werkstätten verdoppeln wir das Arbeitsförderungsgeld auf zukünftig 52 Euro.
Zudem wird der Vermögensbeitrag für Menschen, die nicht erwerbsfähig sind und Leistungen der Sozialhilfe beziehen, von derzeit 2.600 auf 5.000 Euro angehoben. Hiervon profitieren zum Beispiel Bezieher der Blindenhilfe, aber auch alle anderen Bezieher von Sozialhilfe. Mein Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich dem Bundesfinanzminister und den Haushaltspolitikern, die uns in diesem Anliegen mit zusätzlichem Geld unterstützt haben. Sonst wäre das nicht möglich gewesen. Meine Damen und Herren, wir haben auch die Situation von Schwerbehinderten in Betrieben im Blick. Wir werden die Anhörungsrechte verstärken und die Rolle der Schwerbehinderten stärken. Neben der Teilhabe am Arbeitsleben hat das selbstbestimmte Wohnen von Menschen mit Behinderung im parlamentarischen Verfahren eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben die Sorgen, die Wünsche und die vorgetragenen Rechte sehr ernst genommen. Im Rahmen der Angemessenheit und der Zumutbarkeit soll jeder entscheiden können, wie oder mit wem er leben möchte. Die dafür notwendigen Regelungen haben wir deutlich verschärft. Es war der Union wichtig, dass außerhalb stationärer Einrichtungen den Wünschen der Betroffenen bei der gemeinsamen Inanspruchnahme von Assistenzleistungen besondere Bedeutung beigemessen wird. Gemeint sind solche Assistenzleistungen, die die unmittelbare Privatsphäre der Betroffenen betreffen. Meine Damen und Herren, ich danke sehr herzlich an dieser Stelle auch dem Bundesgesundheitsminister, weil er in der sehr komplizierten Frage der Verbindung von Eingliederungshilfe und dem neuen Pflegestärkungsgesetz mit einem neuen Behindertenbegriff sehr konstruktiv auch mitgewirkt hat. Ohne dem wäre auch dieses Gesetz nicht möglich gewesen. Wesentlich teurer habe sich so in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Gesetz herausgestellt. Es würde noch mehr kosten. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde von dem Autor das Bundesteilhabegesetz mit der Elbphilharmonie in Hamburg verglichen. Anders als der Autor empfinde ich dies als Kompliment. Ja, die zusätzlichen Leistungen kosten Geld, keine Frage. Aber wir tun es für die Menschen mit Behinderungen und für die Betroffenen. Die Elbphilharmonie ist jetzt bereits nach der Fertigstellung zu einem Wahrzeichen Hamburgs mit Strahlkraft über Deutschland hinaus geworden. Im Sinne der Betroffenen wäre ich froh, wenn Sie in ein paar Jahren, wenn das Gesetz richtig greift, ähnlich positiv über das Gesetz sprechen würden. Am Ende zählt das Ergebnis, und da können wir sehr zufrieden sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Katrin Göring-Eckardt.